Hallo, ich bin's wieder, deine Ute Blindert vom Netzwerkbooster. Und heute soll es um eine Frage gehen, die ich einfach sehr, sehr gut kenne von meinen Kunden und Kundinnen, die immer wieder zu Verwirrung führt, weil das natürlich auch irgendwie nicht so richtig einleuchtet. Nämlich die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Artikel und einem Beitrag bei LinkedIn? Und damit ich dir das besser erklären kann, flitzen wir dir direkt mal rüber. So, jetzt sind wir hier bei LinkedIn, jetzt sind wir hier direkt bei meinem Profil und ich will dir mal zeigen, was die Unterschiede sind zwischen einem Artikel und einem Beitrag. Und zwar kannst du beides einfach schreiben, indem du einfach hier ganz normal auf das blaue Quadrat gehst bei LinkedIn und dann siehst du hier Beitrag beginnen oder hier Artikel schreiben. So, und Beitrag ist sozusagen das kleine Element, der kleine Post, der Beitrag, den du unkompliziert bei LinkedIn schreiben kannst. Ich mache das hier gerade mal auf und dann kannst du einfach hier deinen Beitrag schreiben. Du hast 1500 Zeichen Platz. Du kannst hier ein Bild einfügen, ein Video einfügen, ein Dokument einfügen. Du kannst es hier auch zum Beispiel, wenn du sagst, ich will das über mein Unternehmen machen, dann kannst du das einstellen und du kannst entscheiden, wo dein Beitrag hingehen soll. Ne? Ob an alle, nur an deine Kontakte, noch zusätzlich an Twitter, nur an bestimmte Gruppen oder du kannst zu bestimmten Events was schreiben. So, das machen wir jetzt hier mal wieder zu, weil wir machen das jetzt nicht, einen Beitrag zu schreiben. Ich will euch nur mal die zwei verschiedenen Möglichkeiten zeigen und dann hast du hier die Möglichkeit, einen Artikel zu schreiben. Und wenn wir jetzt hier mal auf den Artikel klicken, so, dann öffnet sich ein ganz anderes Fenster. Und zwar ist der Hintergrund bei den Artikeln, dass das praktisch die Möglichkeit ist, bei LinkedIn zu bloggen. Also das heißt, du bist sozusagen hier auf einer Blogging-Oberfläche und genauso wie ein Blog kannst du das hier auch benutzen. Das heißt, du hast viele, viele, vielfältige Möglichkeiten, hier das zu gestalten. Du kannst hier Bilder einbinden, das machen wir jetzt. Ja, ich könnte das einfach mal machen. Ich würde jetzt einfach mal ein Bild von mir einfügen. Das ist jetzt nicht ganz das, was hier super gut reinpasst. Vielleicht kann man das hier ein bisschen kleiner machen. Dann kannst du das auch wieder einfach rausnehmen. Dann kannst du hier Bildnachweis und Bildunterschrift hinzufügen, Überschrift, hier deinen Text eingeben. Und du kannst dann, wenn du zum Beispiel jetzt hier noch was anderes einbilden willst, ein Video, Präsentation, Links, einen Auszug aus etwas, du kannst es als Zitat kennzeichnen, du kannst es auch mit anderen Überschriften immer zwischendrin arbeiten und dann ganz am Ende hingehen und das Ganze veröffentlichen. So, das machen wir jetzt nicht. Ich zeig dir nochmal in einem gesonderten Video, wie du das mit dem Artikel machen kannst. Aber für dich ist ja die interessante Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Und der Unterschied liegt halt daran, dass LinkedIn das unterschiedlich behandelt, ob du einen Artikel machst oder einen Beitrag. Und für dich ist es vielleicht so ganz gut erklärt, so mache ich das auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kunden arbeite, da mache ich das immer so, dass ich erkläre, du hast halt, jetzt gehe ich mal eben hier wieder zurück, genau. So, gehen wir mal auf das Profil zurück. So, wenn du nämlich wenn du ein Profil hast bei LinkedIn, dann ist das sozusagen so ein bisschen wie dein eigenes kleines Haus, das du gestaltest, wie dir das wichtig ist. Also da sind die Infos da drin, der Fokus ist da drin, deine Berufserfahrung, deine Bewertung und so weiter. Das ist praktisch wie so deine eigene kleine über mich Webseite, die du bei LinkedIn hast. Und die Artikel musst du dir jetzt so vorstellen. Die Artikel sind so ein bisschen so wie der eigene Blog, den du zusätzlich zu der über mich Webseite bei LinkedIn haben kannst. Also wenn du das mit so einem Haus vergleichst, also sagen wir mal, das Profil wäre das Haus und die Artikel sind so ein bisschen wie die Säulen des Hauses, ein fester Bestandteil, aber auch so ein bisschen schmückend. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Beitrag schreibst, dann ist das
flüchtiger. Das ist ein bisschen mehr wie so die Blumen oder die Sträucher in deinem Garten, die dann irgendwann mal braune Blätter bekommen oder die Blumen, die vertrocknen oder die dann einfach wo andere nach vorne kommen. Das ist so ein bisschen das, was du einfach eher jeden Tag und jede Woche machst bei LinkedIn, und so einen Artikel schreibst du einfach nicht jede Woche. So, und dann ist, ne, weil du hast nämlich auch den Unterschied, und das können wir uns hier nochmal angucken, wenn du nämlich mal vergleichst mit einem Artikel, wie viele Leute sich so einen Artikel angucken, und du siehst hier, der hat ordentlich Kommentare bekommen, das ist nicht schlecht, für eher jetzt nicht so ein Monsterthema oder kein Meinungsthema, 180 Ansichten ihres Artikels. 200 Ansichten eines Artikels. Dieser Artikel als Beispiel ist einer der am besten gesuchten, bei Google super gerankten Artikel auf meiner Webseite. Bei LinkedIn siehst du hier 200 Ansichten. Das ist irgendwie mehr oder weniger nichts. Und jetzt im Vergleich dazu, ich hatte vor einiger Zeit mal bei LinkedIn gebloggt, und hier siehst du zum Beispiel 5600 Ansichten des Artikels, den ich geschrieben hatte über das Thema Netzwerken. Damals, im Jahr 2017, hatte LinkedIn Artikel einfach noch ganz anders gepusht und unterstützt. Das macht es einfach heute jedenfalls nicht, was die Reichweite anbelangt. Das heißt, sieh das mehr als diese Säulen, die dazukommen, die Artikel, die du machen solltest, schreiben solltest, aber mach da jetzt nicht jeden Tag irgendwie einen Artikel. Beiträge sind viel wichtiger, um einfach ständig Reichweite zu haben bei LinkedIn. Trotzdem halte ich Artikel für wichtig, weil sie einfach auch die Säule oder die Farbe deines Hauses sagt ja etwas über dich aus. Das zeigt deine Kompetenz, das zeigt, was du für eine Meinung vertrittst, welches Wissen du hast, womit du dich auseinandersetzt. Deswegen überleg dir eher, was hast du so für 2, 3, 4 Themen, die du als Artikel schreiben willst, was deine Kunden unbedingt über dich wissen sollten. So sollte ein Artikel sein. Und als Unterschied dazu mal die Beiträge. Und hier siehst du das zum Beispiel, so kleine Beiträge. Hier gestern veröffentlicht, natürlich klar, viele Leute haben kommentiert, viele finden das eine schöne Sache, aber hier siehst du innerhalb von 2 Tagen über 1600 Ansichten oder auch hier dieses kleine Video, ne, über 500 Ansichten oder hier dieser Hinweis auf das Never Lunch Alone, 800 Ansichten. Das sind alles Sachen, die haben mich nicht viel Zeit gekostet, da erzähle ich ein bisschen was, aber nächste Woche ist das schon auch nicht mehr spannend. Das heißt aber, dieser Artikel, den ich geschrieben habe, der bleibt halt einfach wichtig und interessant für die Leute. Deswegen, ne, mach mehr so diese wichtigen Sachen bei LinkedIn sollten, also die deine Kompetenz zeigen. Pack das in ein paar Artikel. Heb die regelmäßig in Beiträgen hervor, heb die auch zu dem Fokus. Was du da machen solltest, das zeige ich dir in einem anderen Video. Und bei den Beiträgen sei da ein bisschen, rechne einfach damit, dass das schnell durchgeht. Aber dass das auch, wenn du das geschickt machst und deine Leute gut ansprichst, auch eine ordentliche Reichweite bekommt, dich einfach auch nicht so viel Zeit kostet. Und damit aber dann sozusagen, du bleibst halt ständig im Gespräch und kannst deine Reputation aufbauen oder weiter ausbauen und deine Positionierung nochmal schärfen. So, das war's zum Thema Artikel oder Beitrag. Was ist der Unterschied und wann sollte ich was wie verwenden? Und wie kann ich was wie strategisch benutzen? Und wenn dir das gefällt, dann lass mir ein Abo da hier unten. Und mehr zum Thema LinkedIn und Kundengewinnung beim Netzwerk in digitalen Zeiten findest du hier oben. Habe ich das jetzt richtig gezeigt? Ich hoffe ja. Und wenn du noch irgendwelche Wünsche und Fragen hast, melde dich einfach bei mir. Ich bin auf allen sozialen Kanälen zu finden, jetzt sogar bei Clubhouse. Okay, bis dann. Tschüss.